Hallo Freunde, Völkerwanderung, da geht's ab. Ich gebe gleich mal ab zu unserem Außenreporter, der live vom Geschehen berichtet. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute aus Pfünz, aus Castra Vetonia. Das ist in Bayern, in der Nähe der Donau. Hinter uns befinden sich Rekonstruktionen des Kastells, des Römerkastells, welches Teil des Limes war. Ungefähr 50 bis 160 nach Christus ist der Limes vorgezogen worden hier in die Gegend hinein. Dieses Kastell hier wird vermutet, ist 90 nach Christus gebaut worden und 140 nach Christus in Stein befestigt worden. Vorher war es eben ein Holzkastell. Das ist ein Kohortenkastell, nennt man das. Eine Unterabteilung einer Legion bildete die Kohorte. Also eine Legion der römischen Armee hatte 4000 Mann, eine Kohorte ungefähr 400 Mann und ein Manipel, eine Unterabteilung der Kohorte, hatte ungefähr 120 Mann. Also eine Legion von 4000 Mann hatte 10 Kohorten. Und hier stationiert in diesem Kastell war die Cohors 1 Broicorum Civium Romanum Antonia Valeria Vix bis Torquata ob Virtutem Appellata Equitata. Ich kann kein Latein, also ich hoffe, jeder, der Latein kann, verzeiht mir jetzt meine falsche Aussprache. Jedenfalls auf Deutsch heißt das erste Kohorte der Broiker, der römischen Bürger, die Antoninische, die starke und siegreiche, zweimal mit Torques für Tapferkeit ausgezeichnet, teilberitten. Die Broiker war ein Stamm in der Nähe in Pannonien am Lauf der Donau und diese Verbündeten bildeten Auxiliareinheiten, nannte man die. Das waren Hilfstruppen, die die Kernlegionen, also die römische Legion, unterstützten, zum Beispiel mit Reiterei und ähnlichen Hilfstruppen. Und diese Broiker, die am Rande sozusagen des Römischen Reiches als Verbündete an der Donau saßen, die stellten diese Truppen hier eben die erste Kohorte Broicorum, die erste Kohorte der Broiker der römischen Bürger. Tätigkeiten in der römischen Armee als Hilfstruppensoldat führte nach vielen Jahren Dienst in der römischen Armee dann zum römischen Bürgerrecht. Also insofern wäre das sehr attraktiv für um das römische Reich herum angesiedelte Völker, Stämme und Verbündete. Stämme. Diese erste Kohorte Broicorum wurde wohl aufgestellt unter Augustus. Sie hatte hier stationiert, so vermutet man, 480 Soldaten und 120 Reiter. Deshalb heißt sie auch Equitata, also teilberitten, weil eben diese Kohorte, eine von 10 Kohorten der römischen Legion, die hier stationiert war, eben 120 reitende Soldaten auch hatte. Wir befinden uns hier 11 Kilometer hinter dem Limes. Hier war diese Kohorte als Teil der Legion stationiert und man muss sich den Limes jetzt nicht so vorstellen wie eine Mauer. Natürlich war es eine Holzbefestigung mit Türmen immer im Abstand, aber die hielt natürlich keinerlei massiven Angriff der Germanen oder sonstiger Völker stand. Und die Taktik der Römer war vielmehr, dass man den Limes, diesen Holzwall, als, wie soll ich sagen, Stolperfalle aufbaute. Jeder, der in das Römische Reich eindringen wollte, musste hier durch. Und insofern waren dann die Einheiten gewarnt, konnten dann, wenn die Germanen zum Beispiel plündernd dann ins Hinterland eingedrungen waren und dann die Villen und die Villa Rustica, also die großen Landhöfe, überfielen und da Beute machten und auf dem Rückweg waren. Im Laufe dieser Zeit hatten sich dann die Kohorten versammelt zur Legion und konnten die Germanen dann wieder bei ihrer Rückkehr in ihr Stammesgebiet jenseits des Limes stellen und ihnen die Beute abnehmen. Deswegen findet man sehr viele Funde von oder Beutefunde
auf der sozusagen falschen Seite des Limes, weil oftmals die Legionen eben die Germanen bei ihrer Rückkehr in ihr eigenes Stammesland stellten und dann ihnen die Beute abnahmen, beziehungsweise dann vergruben eben die Germanen dann die Beute, bevor die Römer sie ihnen wieder abnehmen konnten und flüchteten, so gut sie konnten, eben wieder zurück über den Limes. Pfünz hier, so wird die Stadt genannt, und dieses Römerkastell leitet sich ab wahrscheinlich von Pons, der Brücke, lateinisch Pons, die Brücke. Hier fließt die Altmühl, also nehme ich an, dass eben darüber auch dann die Brücke ging, die die Stadt und hier das Römerkastell den Namen gab. Diese erste Kohorte Broicorum, die erste Kohorte der Broiker, der römischen Bürger, teilberitten, war Teil der Legio III Italica Concorus, die Einträchtige. Concorus, lateinisch, heißt die Einträchtige. Die römischen Legionen hatten immer so Ehrennamen, die Siegreiche, die Unverwundbare und ähnliches. Eben hier die erste Kohorte Broicorum war Teil eben der dritten Legion Italica Concorus. Die wurde von Marc Aurel aufgestellt. Wer den Film gesehen hat, Gladiator, da kommt Marc Aurel vor, dieser weise alte römische Kaiser, der auch tatsächlich gegen die Germanen ins Feld gezogen ist. Dort seht ihr auch eine Schlacht, vielleicht mal schauen, stelle ich euch den Ausschnitt in die Playlist rein. Die scheint mir, soweit ich das beurteilen kann, ziemlich realistisch. Jedenfalls Marc Aurel, der in Gladiator auch vorkommt als römischer Kaiser, hat diese Legion wohl aufgestellt, 165 nach Christus, zusammen mit der Legio II Italica zur Verstärkung der gesamten Donauregion. Wir befinden uns hier eben an der Donau. Die war 170 nach Christus in Dalmatien, dann in Rätien, und das Hauptquartier war in Castra Regina in Regensburg. Das Wappentier dieser Legio III Italica war der Storch. Später wurde diese Legion dann zweimal nach Osten verlegt, 250 gegen die Sassaniden und 270 gegen Zenobia von Palmyra, einer Königin, die in der arabischen Wüste bei Palmyra ein Großreich errichtet hatte und die von den Römern dann bekämpft wurde. Sie blieb, diese Legio III Italica Concorus, blieb bis 400 nach Christus in Regensburg. Danach verliert sich ihre Spur in der Geschichte. Es sind auch tatsächlich einige Personen erhalten geblieben, die hier in der ersten Kohorte der Broiker gedient haben. Also zum Beispiel Gaius Minicius Italus, Präfekt. Präfekt war immer der Kommandant einer Kohorte. Und dessen Grabstein wurde in Alexandria gefunden. Und dort stand eben auf seinem Grabstein, dass er Präfekt der ersten Kohorte der Broiker gewesen war. Also immerhin, ein weiter Weg hat dieser Präfekt hinter sich gelegt. Er war hier in der wüsten, öden Donauregion am Limes stationiert und Befehlshaber und beendete sein Leben dann im prachtvollen ägyptischen Alexandria. Dann weiter zu nennen ist Gaius Geminus Priscus, Präfekt. Dessen Grabstein wurde gefunden in Oberitalien. Weiter Marcus Tilius Liberalis, Präfekt. Dessen Grabstein der schaffte es dann von hier aus bis nach Tarsus in Kleinasien, also die heutige Türkei. Also auch er hat in der römischen Armee ein ungeheures Abenteuer dann erlebt über ganz Europa hinweg. Der Präfekt, das war auch so eine Laufbahnstufe, die man als römischer Bürger durchlaufen wollte, wenn man zu höheren Diensten im Römischen Reich gewählt werden wollte, musste man auch Präfekt einer Auxiliareinheit, einer Kohorte, zum Beispiel der ersten Kohorte Broicorum, sein. Weiteres zu nennen, Publius Cresperius Verecundus, und zwar gibt es der Name taucht auf hier in Nassenfeld, das ist ganz hier in der Nähe. Dort hat er seine Frau begraben und dort fand man eben dann den Spruch auf dem Grabstein für seine Frau, den Totengöttern, der Gattin des Publius Cresperius Verecundus, Kommandeur der ersten Kohorte der Broiker. Es sind auch Soldaten, einfache Soldaten bekannt.
weil man hier bei Ausgrabungen Plaketten gefunden hat mit dem Namen drauf oder Kochgeschirr, wo Namen reingeritzt wurden. Also zum Beispiel Alpinus, das war ein Reiter, der war hier stationiert und leistete seinen Dienst in der Truppe der 120 Mann der Reiter. Dann ist Cerinus zu erwähnen, auch ein Soldat, und Norbarus, ebenfalls ein Soldat, der hier stationiert war. Dieses Kohortenkastell war lange Zeit besetzt und tätig. Man vermutet, dass es untergegangen ist im Alemannensturm 233, 234. Es gibt eine neuere Theorie, die besagt, es könnte auch im Bürgerkrieg gewesen sein. Damit haben wir schon zwei Aspekte für die Völkerwanderungszeit erwähnt. Hier an dieser Stelle Alemannensturm und Bürgerkrieg. Das heißt also, von außen dringen eben die Germanen ins Römische Reich rein, das innerhalb geschwächt ist eben durch einen Bürgerkrieg. Es muss jedenfalls so gewesen sein, sei es nun durch feindliche römische Soldaten in einem Bürgerkrieg, sei es durch einen Überfall der Alemannen, es muss sehr plötzlich gegangen sein. Man hat hier Brandreste gefunden und man hat Schildbuckel gefunden. Die Schilder waren aus Holz, hatten einen Eisenrahmen und hatten in der Mitte einen Buckel, der eben auch die Stöße ablenken sollte. Und da fand man in einer Ecke an der Mauer eine große Anzahl von diesen Schildbuckeln und man vermutet, dass die Soldaten, die hier Wache schoben, überrascht wurden und nicht mehr schnell genug zu den an der Wand aufgestapelten Schilden rennen konnten, um sich zu verteidigen. Also diese Schildbuckel, die darauf hindeuten, dass der Untergang dieses Kastells und der ersten Kohorte der Breuker überraschend gekommen ist, wird ergänzt durch einen Fund von einem Gefesselten, der mit einem Stahlring an die Mauer gefesselt war und verbrannte. Das heißt also, es muss der Überfall, sei es nun durch die Alemannen, sei es durch andere römische Soldaten im Bürgerkrieg, dieser Überfall muss plötzlich gekommen sein, denn andernfalls hätte man sicherlich diesen Gefangenen nicht einfach da verbrennen lassen. Und insofern deutet es eben auf ein überfallartiges Ende dieses Kastells hin. Gut, das war es von mir soweit und ansonsten gebe ich zurück ins Studio. Bis dann, tschüss. Ja, die Völkerwanderung, da war wirklich was los. Also wie gesagt, heute das Video über die Völkerwanderung. Wir hatten uns mit der Frage schon öfters mal beschäftigt oder sie überhaupt gestellt, warum denn auf unserem schönen Flux Fabulator nach Julius Caesar so eine große Lücke klafft, die erst wieder geschlossen wird durch das Jahr 1000, die Entdeckung Amerikas durch Leif Erikson und danach eben die Geschehnisse, über die ich bereits in den Videos berichtet habe. Aber es klafft eine riesige Lücke im Flux Fabulator. Wir wissen, Gaius Julius Caesar, 100 bis 44 vor Christus, liegt in seinem Blut, ermordet von Brutus, Kleopatra ist noch in Rom, Antonius, der Gefolgsmann von Caesar ebenfalls, und aus dem Osten eilt der junge Offizier Octavian, später genannt Augustus, nach Rom, um das Erbe seines Onkels anzutreten, und daraus wird sich natürlich eine weitere spannende Geschichte entwickeln. Wir wissen natürlich, es entsteht dann das Kaisertum mit Augustus, des ersten römischen Kaisers. Nun gut. Aber wie endet sozusagen das Römische Reich? Es endet letztlich in seiner Gesamtheit als einheitliches römisches Reich mit der Völkerwanderung. Wir hatten gehört, dass Pfünz im Alemannensturm
untergegangen ist, zwar wohl 233 oder 234 nach Christus. Um zu verstehen, was da passiert ist in diesem Zeitraum, müssen wir mal wieder ein bisschen auf die Landkarte gucken. Ich bemühe mich wieder, die Gegend aufzuzeichnen, in der das Ganze hier spielt. Ich fange wieder hier in der Mitte an mit dem Schleswig-Holstein-Zipfel wie üblich. Es geht hier rüber Richtung Frankreich. Hier kommt Frankreich. Frankreich geht hier runter. Es beult sich aus nach Spanien. Spanien geht hier so runter. Dann folgt hier das Mittelmeer, der italienische Stiefel. Es geht hier hoch, hier geht es rein in die Adria, hier kommt Griechenland. Es geht hier hoch in die Türkei, hier rüber, hier kommt das Schwarze Meer und hier geht es runter in die Türkei. Und wir haben hier, kommt Afrika, Gibraltar, dann geht Afrika hier hoch, geht hier wieder runter, hier ein bisschen hoch. Und dann ist hier unten drüben irgendwo der Nil. Gut, ich weiß nicht, ob man das so halbwegs erkennen kann. Naja, es geht so ein bisschen. Wir haben hier oben, wie üblich natürlich, nördlich von Frankreich, England. Wir haben hier, wenn wir hier wieder einzeichnen, hier sind die Alpen. Der Rhein fließt in einem Bogen hier so rum und endet hier im Bodensee. Wir haben hier drüben den Karpatenbogen, einen großen Gebirgszug, der sich so halbkreisförmig um die ungarische Tiefebene schlängelt. Wir haben, was kann man noch einzeichnen, hier so die Elbe, dann haben wir hier als nächstes die Oder und hier drüben die Weichsel und hier sind die Karpaten. Gut, und jetzt müssen wir natürlich noch, können wir noch ein paar Flüsse einzeichnen. Wenn wir die blau einzeichnen, also hier der Rhein mit dem Bodensee, hier die Elbe, hier die Oder, hier drüben die Weichsel, dann würde so ungefähr die Donau, wenn ich jetzt hier nochmal auf meine Karte gucke, hier runtergehen, hier so weiter und ins Schwarze Meer fließen. Das ist die Donau und das ist der Rhein. Gut, wenn wir jetzt uns eintragen, was wir in dem Live-Video gesehen haben vor Ort, dann sind einzutragen, wäre dann hier drüben ungefähr Regensburg und Fünz wäre dann etwas unterhalb der Donau. Und Cäsar hatte ja, so hatte ich bereits berichtet, den gesamten Raum eingenommen von Frankreich, dem heutigen Frankreich. Klar, Spanien gehörte auch mit dazu, Italien sowieso. Und sie hatten hier, Rätschen heißt das, und an das sich Pannonien anschließt, eingenommen. Das war alles ebenfalls römisch. Und eben als Außenposten zur Bewachung hier den Limes errichtet. Der Limes, der ging hier am Rhein entlang, Richtung Bodensee, ging dann wieder hier hoch zur Donau und bildete hier eine Grenze zu den Barbaren, den Germanen. Gut, 58 vor Christus erobert, wie gesagt, Cäsar Gallien. Er hat im Übrigen Gallien deshalb erobert, weil er ein Hilfeersuchen der Gallier gegen Germanen einfälle, die also über den Rhein kamen und in Gallien
einfielen, nachkam. Das war für ihn natürlich eine Bombengelegenheit, gleich ganz Gallien zu erobern. Er saß ja hier in dem kleinen Zipfel, das zuerst zu Rom gehörte, und überlegte, wie er seine Macht, seinen Ruhm, seine Ehre ausbauen konnte, und hat dann eben die Germaneneinfälle über den Rhein und die Hilferufe der Gallier zum Vorwand genommen, ganz Gallien zu erobern. Und dabei schlägt er auch einen Germanenfürsten, Ariovist, bei Mühlhausen. Und dabei berichtet er, also die sind hier mal wieder über den Rhein gegangen, und dabei berichtet er eben, dass er von suebischen Kriegern angegriffen wurde. Tacitus berichtet später, die Sueben, ein germanischer Stamm, würde so zwischen Elbe und Oder leben. Genaues weiß man nicht. Tacitus vermutet es auch. Jedenfalls fällt 58 vor Christus bereits der Name der Sueben. Man kann so ein paar Namen hier schon mal eintragen als germanische Stämme. Zum Beispiel, wenn man die Kimbern, die saßen hier oben, die Kimbern, die Teutonen und die Angeln, die saßen alle hier oben in Norddeutschland. Hier saßen die Frisii, so viel weiß man. Die Bataver, das war ein germanisches Volksstamm, allerdings unter römischer Herrschaft, die in Gallien sich angesiedelt hatten. Die Langobarden und Burgunden saßen ungefähr so hier. Und jedenfalls ist es ein riesiges Durcheinander hinter dem Limes. Dort tauchen Stämme auf, verschwinden Stämme. Den Römern ist nicht ganz klar, was sich da abspielt, und am besten hat man mit diesem Barbarenhaufen auch nichts zu tun, denn verglichen mit dem Römischen Reich und seinen Errungenschaften war das natürlich alles völlig unzivilisiertes Land. Jedenfalls Caesars Neffe Octavian stellt diese erste Kohorte Broicorum, die erste Kohorte der Broiker. Die Broiker saßen ungefähr, hatten ihr Land ungefähr hier, so halb im Bereich Roms und halb außerhalb, und aus diesem Territorium, rekrutierten sich die Soldaten der ersten Kohorte Broicorum, die Teil der Legio 3, der dritten Legion in Regensburg war. Gut, ab 50 nach Christus wird der Limes vorgezogen, denn es bietet sich natürlich an, dass man diesen Zipfel hier, der zwischen Rhein, Bodensee und der Donau sich befindet, der ungeheuer viel Ressourcen bindet, Soldaten, Versorgungstrosse und so weiter, dass man diesen Bereich einfach abkürzt und hier quer rüber einen Wall, einen Limes anlegt, eine Befestigung anlegt, und sich damit sozusagen die ganze Schleife an Befestigung hier unten rum erspart. Das geschah so ab 50 nach Christus bis 160 nach Christus. Da wurde der Limes vorgezogen, und dieser Teil hier wurde Ager Decumatis genannt, Land des zehnten Teils. Man weiß wohl nicht so ganz genau, warum dieser Landstrich so heißt. Jedenfalls, damit war ein Teil Germaniens dann tatsächlich auch römisch geworden, und er wurde von Galliern besiedelt, aber auch dann von eingewanderten Alemannen, und er wurde besiedelt von den Neckar-Sueben, die man dann in diesem Bereich findet. Also Neckar-Schwaben gab es dann sozusagen hier in dieser Gegend, die römisch geworden war. Um 233, 234 kam es dann zu einem Alemannensturm, wobei eben auch Pfünz geplündert wurde oder niederbrannte. Und dann überlegte man ab diesem Zeitpunkt, dass die Grenzbefestigung, die man so quer rübergezogen hat, zu schwierig zu verteidigen wurde, und man zog sich aus diesem Gebiet wieder zurück. Und die Alemannen
zogen weiter in dieses Gebiet nach. Gut, wer sind nun diese Alemannen? Sind es die Sueben, von denen Caesar bereits 58 vor Christus berichtet? Man weiß es nicht. Es geht etwas durcheinander. Wie gesagt, die Germanen haben nichts aufgeschrieben. Die Römer konnten nur vom Hörensagen berichten, was in den dunklen Wäldern hinter dem Limes vorging. Vielleicht nannten sich die Alemannen selber Sueben und die anderen von außerhalb nannten sie lediglich Alemannen. Jedenfalls bis ins Mittelalter war für den gesamten süddeutschen Raum der Oberbegriff Alemannen für die Bevölkerung, die da lebte. Danach wurde wieder der Begriff Sueben, Schwaben, verwendet als Bezeichnung für die gesamte süddeutsche Bevölkerungsgruppe. Jedenfalls aus dieser Zeit, als man von Alemannen sprach, die im süddeutschen Raum siedelten, seit dieser Zeit werden die Deutschen als Volk eben auch im Ausland Alemannen genannt. Also aus der mittelalterlichen Zeit, aus dem mittelalterlichen Begriff für die süddeutsche Bevölkerungsgruppe, die Alemannen, damals war Süddeutschland, wie soll ich sagen, die wichtigere Reichshälfte des Heiligen Römischen Reiches. Und damit setzte sich eben dann der Begriff im Umland der Alemannen als Bezeichnung für die Deutschen durch. Und zum Beispiel die Franzosen nennen die Deutschen Allemands. Alemannes werden wir von den Spaniern genannt. Almanlar nennen uns die Türken und Alman heißen wir auf Persisch und Arabisch. Nun ist es allerdings etwas seltsam, wenn man nach Nordspanien geht, da tauchen plötzlich Schwaben auf. Und zwar halte ich euch mal ein Bild in die Kamera. Das ist ein Ortsschild. So. Da sieht man, das ist in Nordspanien. Suevos. Suevos, Schwaben. Das ist äußerst seltsam. Auch Worte im Galizischen, so nennt man die Region in Spanien, das ist ungefähr, ich zeichne euch das ein, Galizien ist so ungefähr hier, also der nördliche Teil von Portugal ist hier so runter, der nördliche Teil von Portugal und der nordöstliche Teil, nordwestliche Teil von Spanien, das ist Galizien. Und in der Sprache Spanisch, Portugiesisch, Galizisch gibt es einige germanische Worte, zum Beispiel Meizengra. Das kommt vom altnordischen Meisingir und heißt Meise, das deutsche Wort Meise. Auch Marco als Bezeichnung für eine Grenze ist abgeleitet aus dem Wort Markan, germanisch für Grenze. Und heute haben wir auch noch das Wort Mark, Mark Brandenburg als Grenzland in der Verwendung. Und insgesamt sind 6 Städte in Galizien, also haben den Ortsnamen Suevos, Suegos und rund 100 Dorfnamen enthalten den Bestandteil Sa oder Saas. Das kommt von Haus und Halle, im Deutschen ist es eben der Saal. Also das ist doch sehr seltsam und ich will euch im Folgenden jetzt die Geschichte der Meise aus Galizien erzählen. Wie kommt es, dass in Galizien germanische Dorfnamen bestehen und germanische Worte verwendet werden und bestimmte oder einige Dörfer Schwaben heißen. Nun gut, los geht's. Am 31.12.406 geht es los, also ungefähr 200 Jahre nach dem ersten Alemannensturm, bei dem Pfünz gefallen ist, setzen Vandalen, Alanen und Sueben über den Rhein bei Mainz. Ungefähr von den Sueben wird gesagt, sie hätten ungefähr 8.000 bis 9.000 Krieger
gehabt, was ungefähr 30.000 bis 35.000 Zivilisten entspricht, also vielleicht 50.000 Germanen setzen über. Sie setzen über den Rhein bei Mainz und ziehen nach Frankreich. Warum machen sie das und wer sind diese Sueben? Sind es die Alemannen? Sind es die Neckarschwaben? Sind es andere Völkerschaften? Man geht davon aus, dass Folgendes passiert war. Die Sueben, die hier rübergezogen sind nach Frankreich, Rhein 406, Silvester 406, die sollen gekommen sein aus der ungarischen Tiefebene. Die Schwaben sollen hier gesessen haben. Und aus dem Osten seien gekommen die Hunnen. Die Hunnen seien über die Karpaten in die ungarische Tiefebene eingedrungen und hätten die Völkerschaften, die germanischen Völkerschaften, die in dieser im Karpatenbogen ansässig waren, in dem fruchtbaren Land, vertrieben. Also zum Beispiel die Goten. Die Goten sind vertrieben worden in einem Gotensturm dann in Richtung Italien und die kurze Zeit später seien die ansässigen Schwaben vertrieben worden und denen hätten sich die Alanen angeschlossen und auch die Vandalen. So jedenfalls die Theorie, nichts Genaues weiß man nicht. Und dieser Völkerzug setzt eben über den Rhein im Jahre 406. Jetzt kann es natürlich sein, dass dieser Völkerstrom den Namen Suebi überhaupt oder Schwaben überhaupt erst dann auf der Wanderschaft angenommen hat, wo sie das Land der Alemannen streifte. Man geht davon aus, dass die dann später sich Suebi nannten, eigentlich Quaden waren. Die Begriffe gehen halt eben und die Namen gehen wild durcheinander und man weiß nichts Genaues über die Eigenbezeichnung, man kennt eben immer nur die Fremdbezeichnung und da geht dann viel durcheinander. Es war eben eine Völkerwanderung, also es war ein riesiges Chaos, ausgelöst durch die Hunnen, die die Goten nach Italien wegdrückten und die Sueben, Vandalen und Alanen eben Richtung Gallien. Also Rom war ungeheuer unter Druck in dieser Zeit. Wie muss man sich die Sueben nun vorstellen? Hier ist, halte ich euch mal ein Bild in die Kamera. Das ist ein Krieger und seine Frau in der damaligen Tracht, die man versucht hat zu rekonstruieren. Und ihr seht vielleicht, er trägt eine komische Haartracht, so ein Knoten an der Seite gewickelt aus seinem Haar. Das nennt man den Sueben-Knoten. Und zwar berichten die alten römischen Geschichten davon, dass die seltsame Haartrachten gehabt hätten, die Sueben, nämlich ihr Haar zur Seite gebürstet und dort verknotet, um größer auszusehen. Und tatsächlich, das wird auch bestätigt durch Moorleichenfunde. Hier halte ich euch mal nicht erschrecken. Hier halte ich euch mal einen Schädel in die Kamera, der aus Norddeutschland oder nee, ich glaube aus Dänemark oder in Dänemark gefunden wurde von einer Moorleiche. Und da sieht man ganz deutlich, wie das Haar an der Seite geflochten ist. Das sollen wohl die Krieger gemacht haben, um etwas größer auszusehen. Wobei die Theorie natürlich ein bisschen seltsam ist, weil der Zopf oder das Geflecht ja an der Seite und nicht auf dem Kopf sich befand. Naja, jedenfalls vielleicht eine Anregung für die Hipster-Spacken, die vielleicht damit dann einen neuen Trend kreieren können. Na jedenfalls, in der zweiten Welle eben des Hunneneinfalls, die zuerst die Goten nach Italien getrieben hat,
In dieser zweiten Welle werden eben die Vandalen, Alanen und Sueben über den Rhein getrieben. Und dort richten sie natürlich ungeheuren Schaden an. Sie wandern erst ein bisschen hier oben rum in Nordfrankreich und dann, man weiß es nicht genau, erreichen sie irgendwann ein, zwei Jahre später, erreicht der Tross aus Vandalen, Alanen und Sueben die Pyrenäen. Und die richten natürlich einen ungeheuren Schaden an, also ganz Gallien, das ist ja wirklich nun eine Blüte unter den Römern erlebte, mit Aquäduktbau, mit Straßen, mit Villen, mit großen Städten, mit Steinbauten. All das ging letztlich in Flammen auf durch die germanischen Völkermassen, die sich da entlang quälten in Gallien und rechts und links alles plünderten, was sie erreichen konnte. Ein zeitgenössischer Dichter schrieb damals: Wer damals den Boden mit 100 Pflügen bearbeitet, dem bereitet es nun Mühe, auch nur über ein Ochsenpaar zu verfügen. Jener, der oftmals mit seinen Kutschen durch prächtige Städte fuhr, ist nun enttäuscht und reist beschwerlich und zu Fuß in verwüstete ländliche Gegenden. Der Kaufmann, der sich den Weg mit 10 stolzen Schiffen über das Meer bahnte, sticht nun mit einem winzigen Ruderboot in See und ist sein eigener Steuermann. Land und Stadt sind nicht mehr, was sie einmal waren. Alles stürzt Hals über Kopf auf sein Ende zu. Weltuntergangsstimmung in Gallien. Völlig verständlich. Sie kommen so um 411 an den Pyrenäen an, überschreiten die Pyrenäen und sind nun in Spanien. Dort kommt es dann 411 zu einem Losentscheid. Es sind ja drei Bevölkerungsgruppen, die Alanen, die Vandalen und die Sueben. Und nun, da sie in Spanien angekommen sind, stellt sich für sie die Frage, wie teilt man unter den Bevölkerungsgruppen nun das Land auf? Und dort soll es, so wird berichtet, zu einem Losentscheid gekommen sein. Grob kann man sagen, die Sueben bekamen hier oben Galizien, hier unten, das war reserviert für die Vandalen, die sich nochmal in zwei verschiedene Gruppen aufspalten, aber das führt nun zu weit. Und in der Mitte, hier so rum, das gehörte den Alanen. Und so soll dann Spanien aufgeteilt worden sein zwischen den drei Bevölkerungsgruppen. Diese Völkerwanderungsgruppe aus Alanen, Vandalen und Sueben konnte keiner aufhalten. Wie gesagt, das ganze Römische Reich war unter Beschuss. Die Goten waren in Norditalien. Hier am Bosporus fielen Goten ein und versuchten, Byzanz zu erobern. 395 hatte man das Reich, also Konstantinopel hieß es damals, 395 hatte man das Reich eben unter Eindruck dieser Germanenströme, die sich über die Grenzen ergoss, geteilt, um es besser regierbar zu machen. Es war immer noch ein einheitliches Rom. Der Ost- und der Westkaiser standen jeweils in der Hauptstadt des anderen als große Statue. Also es war immer noch ein Reich, ein römisches Reich, aber eben, wie soll ich sagen, unter der Verwaltung zweier Herrscher, eines oströmischen Kaisers und eines weströmischen Kaisers. Und die Grenze wurde so ungefähr, naja, so hier so gezogen. So dass sich dann also der römische Kaiser um den Westteil und die dort einfallenden Germanen kümmern konnte und der oströmische Kaiser mit Sitz in Konstantinopel um die Goten, die jetzt auf den im Balkan und nach Griechenland einfielen. In der Zeit wurde auch in Konstantinopel eine riesige Mauer, eine riesige Befestigungsmauer angefangen, die dann ja, letztlich stand, hier kann man sagen, bis zum Untergang des Byzantinischen Reichs, irgendwann 1495, glaube ich. Nun gut, ungeheurer Aufruhr im gesamten Römischen Reich,
Auch England, klar, die Kimbern und Teutonen und wer war es noch, die Jüten und die Angeln, alle hier aus dem nördlichen Raum, teilweise aus dem skandinavischen Raum, die gehen natürlich auch nach England, setzen über mit den Schiffen und richten dort eine ungeheure Verwüstung an. England stand unter römischer Herrschaft und irgendwann musste dann so Rom den englischen romtreuen Bevölkerungsschichten, vor allem eben den Städtern, da mitteilen in einem Schreiben, dass Rom nicht mehr in der Lage war, England vor den Einfällen der Germanen zu schützen. 412 schrieb der Kaiser von Rom an seine englischen Untertanen: Es ist vorbei, ihr müsst sehen, wie ihr selber zurechtkommt und ich kann nichts mehr für euch tun. Und in dieser Zeit entsteht in England die Artus-Sage. Damit werden wir uns nochmal beschäftigen. Eine äußerst spannende Geschichte und die spielt, was man gar nicht so erwartet. Man denkt dann eher ans Mittelalter, aber Auslöser für die Artus-Sage sind die Wirrnisse. Die Römer ziehen sich zurück, die Kultur verfällt, die Germanen fallen ein, verwüsten und in dieser Übergangsphase entsteht die Artus-Sage. Gleichzeitig entsteht in Deutschland die Nibelungen-Sage. Auch das ist eine Geschichte, die in dieser Übergangszeit spielt. Die Nibelungen sind ein Volksstamm der Germanen. Sie werden mit den Burgundern in Verbindung gebracht. Sie nennen sich auch selber Burgunder in der Sage. Und diese werden verdrängt oder bedrängt von den Hunnen. Und sie werden auch von den Hunnen vernichtend geschlagen. Und das ist der Hintergrund für die Nibelungen-Sage mit Grimhild und Brunhild und Gunther und Siegfried und König Etzel. Etzel ist Attila, der Hunnenkönig. Und da spielt diese Geschichte der Nibelungen und diese Geschichte, die sollte man kennen und die werde ich euch demnächst mal erzählen. Das ist wirklich eine krachende Geschichte. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Also mit einschließlich mit apokalyptischen Untergang, also da ist alles drin, was die damalige Sagenwelt der Germanen zu bieten hat. Nun gut, ich bin abgeschweift, es kommt dann weiterhin zu weiteren Entwicklungen. 422 schließen die Vandalen und die Alanen, diese Bevölkerungsgruppe hier, schließen sich zusammen und sagen, es gibt weitaus reichere Gegenden, die wir noch plündern können und erobern können, nämlich wir könnten über Gibraltar nach Marokko und weiter in das Gebiet von Karthago ziehen. Dort wurde immer noch ein Weizenüberschuss erwirtschaftet. Es war die Kornkammer, neben natürlich Ägypten, die Kornkammer von Rom. Und solche, wie soll ich sagen, fetten Weidegründe lockten natürlich die Germanen. 429 setzen also die Alanen und die Vandalen über nach Afrika. Man geht davon aus, 15.000 bis 20.000 Krieger und 50.000 bis 60.000 Zivilisten und die lassen dann sozusagen ihre schwäbischen Bundesgenossen zurück hier oben, setzen also über, wandern in Afrika entlang und kommen dann so ungefähr 430 in Hippo Regius, das ist eine große bedeutende Stadt in Nordafrika, an und besetzen diesen Landstrich. Das macht sich natürlich hier oben, machen sich die Sueben zunutze und die bauen dann eine Herrschaft aus über so ungefähr die Hälfte des spanischen, der spanischen Halbinsel. Sie lavieren dabei ganz geschickt zwischen dem Oströmischen Reich hier drüben mit Konstantinopel und dem Gotischen Reich, die sind inzwischen hier weitergezogen mit einem kleinen Umweg über Italien noch, haben dabei unterwegs nochmal rumgeplündert. Die Goten errichten hier auch ein großes Reich
Und zwischen diesen beiden Großmächten sitzen die Schwaben und versuchen immer durch Bündnisse mit dem einen oder anderen jeweils den anderen dann auszuspielen. Naja, jedenfalls geht es dann so lange gut bis 585, Sweben in das Westgotische Reich einverleibt werden. Also sie konnten vielleicht, naja, so 100 Jahre die Schaukelpolitik aufrechterhalten und ihre Unabhängigkeit aufrechterhalten. Dann aber verloren sie ihre Unabhängigkeit und gingen im Westgotischen Reich dann auf. Übrig geblieben ist, sind, wie gesagt, eben die Dorfnamen, bestimmte Worte, die spanische Meise und ansonsten ist nicht viel übrig geblieben von dieser schwäbischen Herrschaft in Nordspanien. Wie ging es mit den Vandalen weiter? Die hocken natürlich jetzt hier unten ganz vergnügt. Die errichteten auf der guten ökonomischen Lage, die Nordafrika bot, ein mächtiges Reich. Die plünderten sogar 455 Rom, also kaum, dass sie 20 Jahre angekommen waren, waren sie schon so mächtig, dass sie Rom plündern konnten. Ich halte euch mal ein Bild in die Kamera, so wird das dargestellt, die Plünderung von Rom. Frauen ringen die Hände vor Entsetzen angesichts der Plünderung und Vergewaltigung. Die Schätze werden abtransportiert, die Statuen werden abgebrochen, die Steine werden zerhauen. Also ein wildes Spektakel, die Vandalen hausen in Rom. Daher kommt eben auch der Begriff hausen wie ein Vandal. 455, die Vandalen sozusagen auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Sie nehmen sogar Korsika und Sardinien ein. Jetzt habe ich es falsch gemacht, na egal. Korsika nehmen sie ein und Sardinien, das ist noch ein bisschen größer, das ist mir zu groß geraten. Einschließlich Mallorca, also der ganzen Raum hier ist unter vandalischer Herrschaft. Gut, sie werden 474 sogar von Ostrom anerkannt, von Konstantinopel. Aber 533, 534 nach Christus werden sie erobert von Ostrom. Danach, also wiederum von Konstantinopel. Danach gibt es kaum noch Quellen über die Vandalen. Es wird berichtet, dass als Ostrom dann die Vandalen hier besiegte, wurden die Krieger in die oströmische Armee einverleibt und gleich nach Osten geschickt, weil natürlich auch im Osten Rom unter Druck war, also das Oströmische Reich unter Druck war, und dort wurden sie sozusagen verheizt in den Kriegen Ostroms. Das sind also die Geschichte der Vandalen und der Sueben, die schwäbische Meise und der afrikanische Vandale. Was wurde eigentlich dann aus den Alemannen? Die saßen ja noch hier im süddeutschen Raum, in diesem Zipfel Bodensee, obere Donau, Maingebiet. Dort saß Neckar, dort saßen die Alemannen. Die Alemannen fallen 455 ebenfalls nach Gallien ein, hier oben rein. Hier oben saßen aber bereits die Franken. Die hatten sich hier oben im nördlichen Frankreich ihr Reich errichtet. Und die Alemannen, die aus dem Süden dann über den Rhein gingen, nach Gallien einfielen, trafen auf die Franken und 506 wurden die Alemannen in zwei erbitterten Schlachten besiegt von den Franken und in das fränkische Großreich verleibt. Der Frankenkönig hieß Chlodwig I. und war aus der Familie der Merowinger. Und damit beginnt sozusagen der fränkische Aufstieg als Volk, als beherrschende Gruppe der Germanen.
Und ein neues Kapitel wird aufgeschlagen, dann eben, welches zum Herrscher Karl dem Großen, dem Frankenkönig und dann Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, Deutsche Nation, führt. Dieses Kapitel wird sozusagen aufgeschlagen mit dem Sieg der Franken über die eingewanderten Alemannen. Gut, Freunde, das war's. So viel zur Völkerwanderung. Es gibt ungeheuer viele Geschichten darüber zu erzählen. Und einen Teil habe ich ja schon angedeutet. In Ostrom kämpft gegen die Goten ebenso verzweifelt. Die Geschichten, die sich abspielen, wie der weströmische Kaiser versucht, die vielen Germaneneinfälle in den Griff zu kriegen, wie sich die Staaten bilden, hier zum Beispiel in Südfrankreich, Nordspanien, das gotische Reich, wie die Goten durch ganz Italien ziehen und plündern und verwüsten, wie einzelne Heerführer, teilweise sogar germanische Abkunft, aber in römischen Diensten versuchen, Rom wiederherzustellen. Das sind alles ungeheuer spannende Geschichten, aber es reicht völlig, wenn man erstmal weiß, großes Chaos. Und wenn man sich anhand solcher Kuriositäten wie eben der spanischen Meise und den afrikanischen Vandalen behält, dass da eine Menge los war und Völkerschaften auf Wanderschaft waren und das Ganze wahrscheinlich ausgelöst wurde durch die Hunnen, dann hat man schon mehr als genug Wissen über die Völkerwanderung. Gut, das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich habe versprochen, kürzer zu machen und ich habe es geschafft. Tschüss.